Hallo, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen wieder bei mir. Ja, was haben wir denn draußen für ein Wetter? Ich würde sagen, Erkältungswetter. Oder was hilft da am besten? Wie kann man gut vorbeugen? Ja, mit Omas klassischer Hühnersuppe natürlich, weil das stärkt nämlich richtig toll die Abwehrkräfte. Also das ist wirklich medizinisch bewiesen, dass es hilft. Ich schreibe euch das auch alles nochmal in die Infobox. Könnt ihr so ein bisschen nachlesen. So, und jetzt zeige ich euch, was wir dafür brauchen. Und zwar habe ich hier ein Suppenhuhn. Dann habe ich hier einen Suppenbund, das besteht hier aus einem Stück Lauch, ein paar Karotten, Sellerie, Petersilie habe ich hier, eine Zwiebel, eine große, ich habe jetzt zwei kleine genommen. Dann brauchen wir nachher noch so ein bis zwei Lorbeerblätter und wir brauchen noch Suppennudeln. Ich habe da hier Fusilli, aber ihr könnt da nehmen, was ihr möchtet. Ja, und Pfeffer und Salz. So, und dann würde ich sagen, wir legen ganz einfach los, ne? Also, los geht's! So, jetzt nehmen wir hier unser Suppenhuhn, legen das in einen größeren Topf und jetzt wird so viel kaltes Wasser angegossen, dass das Huhn bedeckt ist. Noch. Kommst schon zu deiner Suppe. Guckt immer noch der Bötzel raus da oben. So. Immer, ja. Ja, da kommt ja aber auch noch das Suppengemüse rein, ne? Nicht, dass der Topf dann wieder zu klein ist, keine Ahnung. So. Und jetzt wird kräftig gesalzen. Kräftig gesalzen. Ich bin ja eh Salztante. Sollte ich noch einen reinmachen? Ja. Jetzt. So. Und jetzt wird das Huhn aufgekocht und dann werden wir gucken, dann bildet sich oben so ein Schaum und den werden wir dann entfernen, damit die Suppe auch klar bleibt. Also jetzt warten wir jetzt erstmal, bis das Huhn aufkocht. So, und seht ihr, jetzt fängt hier an, sich dieser Schaum zu bilden. Und den muss man dann halt wegnehmen, damit die Suppe möglichst klar bleibt. So. So, und ihr seht, das bildet sich immer wieder dieser Schaum. Also das ist ja wohl das ausgetretene Eiweiß. Und wenn hier so ein Schaumlöffel, wenn ihr den hier habt, damit geht das nämlich viel besser. Das bleibt nämlich richtig schön da drin hängen. Seht ihr, kann man das ganz gut damit wegnehmen. Bleibt da richtig hängen. Bildet sich immer wieder, also dranbleiben. So, der Schaum ist jetzt hier größtenteils weg und jetzt lege ich den Deckel halb auf und stelle jetzt halt die Temperatur so ein bisschen runter. Ich mache es auf meiner Induktion auf 3 und lasse das jetzt eine Stunde vor sich hinköcheln. So, in der Zwischenzeit, wo das Huhn jetzt so gemütlich vor sich hinköchelt, nehme ich hier jetzt mein Suppengemüse
und schneide das jetzt in kleinere Streifen oder Würfel, wie ihr das möchtet. Die Zwiebel auch grob würfeln, das reicht schon. Die Enden der Petersilie, da gebe ich auch noch ein bisschen was dazu, das kann auch mitköcheln. Das kommt nachher in die Suppe, wenn sie fertig ist, der Rest Petersilie. So, jetzt haben wir doch ein schönes Türmchen gebaut. Und das kommt nachher in die Suppe. Ja, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt's doch jetzt nach, wenn euch meine Rezepte gefallen. Ich freue mich natürlich drüber. So, also das stellen wir jetzt erstmal beiseite. So, das Huhn kocht und jetzt gucken wir mal. Ja, so soll es aussehen. Und jetzt ist soweit, jetzt kommt das Suppengemüse dazu. Oh. Das füllt das Ganze wieder auf und das gibt jetzt eine richtig tolle Suppe. So, dann geben wir auch noch dazu die Lorbeerblättchen. Dann kommt dazu Pfeffer. Gesalzen haben wir ja genug, glaube ich. Das können wir dann nachher nochmal abchecken. Oh, freust dich auch schon auf die? Köstlich, Janine. Ah, wir mögen die gerne. Oh, so richtig alte Rezepte sind richtig toll. Vor allem dieses Jahr noch keine Grippe, kein Schnupfen, kein Husten. Nee, echt? Also wir sind echt verschont geblieben von allem. Bis jetzt. Und wenn wir jetzt noch die Suppe essen, dann kriegen wir eh nichts mehr. Voll gewappnet. So, und das Ganze lassen wir jetzt wieder mit halb aufgelegtem Deckel wieder eine Stunde köcheln. Ja, ist ein bisschen Zeit, ne? Aber dafür wird die Suppe traumhaft lecker. Was ich jetzt noch mache, ich nehme jetzt hier meine Nudeln und die koche ich jetzt ganz einfach nach Packungsanleitung, weil die werden vorher gekocht. Dann gieße ich sie ab, schrecke sie ab und dann kommen die nachher in gekochten Zustand dann auch zur Suppe. Also das mache ich jetzt und dann sehen wir uns nachher wieder später. So, das Huhn hat jetzt eine weitere Stunde hier geköchelt. Das machen wir mal aus hier und das heben wir jetzt mal hier raus. Oh, das ist ganz, ganz weich. Oh, das zerfällt schon. So, da haben wir noch die Keule. Ah, guck mal, das ist wirklich schon ganz, ganz weich. Yummy. Ja. So, haben wir's? So, das ist schon mal soweit. Das Huhn, das lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil es ist ja jetzt sehr, sehr heiß. Und dann werde ich es dann auseinandernehmen, also die Fleischstückchen dann vom Knochen lösen. Und dann kommt ja dann das Hühnerfleisch dann wieder in die Suppe zurück. Aber es ist noch zu heiß. Ein bisschen lassen wir es noch auskühlen. Bis gleich. So, jetzt werde ich jetzt mal dann das Hühnchen hier von Haut befreien. Also, was bei mir ja ist, gell? Die Haut
muss wirklich weg. Wenn ich Suppe esse und da habe ich irgendwie solche Hautfetzen dann im Mund, dann wirkt mich das. Ich bin da so empfindlich, ich weiß nicht warum, aber ich kann es überhaupt nicht haben. So, das seht ihr, das kann man ganz leicht hier zerteilen. Das fällt hier direkt vom Knochen weg. Und das schneide ich dann halt alles klein und fuddel mir jetzt hier in der Zwischenzeit so eine ab. Und wenn ich fertig bin, dann seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So, bin wieder da. Und jetzt haben wir das Fleisch vom Hühnchenknochen gelöst. Und das kommt jetzt in die Brühe rein. Oh, ich freue mich drauf. Ich habe auch Hunger. Brauche halt so eine Zeit lang immer, ne? Oh. Voll lecker, voll lecker sieht das aus. Und jetzt habe ich ja die Nudeln schon gekocht. Und die kommen jetzt auch in die Suppe. Die können dann auch noch mal so ein bisschen durchziehen, noch mal ein bisschen sich erwärmen. Und dann denke ich, yummy, yummy, yummy. Werden wir das probieren. Ach ja, Omas klassische Hühnersuppe, die beste Medizin ever. Ja, also, wir werden jetzt gleich probieren. Bis gleich. So, jetzt werden wir mal probieren. Oh, herrlich. Omas Hühnersuppe. So, und da nehme ich jetzt hier die Petersilie von vorhin. Die habe ich so ein bisschen klein gehakt und die streue ich jetzt darüber. Und werde jetzt probieren, wie die schmeckt, die Suppe. Ah, ein Träumchen. Mm. Oh mein Gott. Ja, bei dem Wetter da draußen, es ist kalt draußen, es ist nieselig draußen. Mm. So ein richtiger Seelentröster, ne? So wärmt von innen und schmeckt sehr, sehr lecker. Mm. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt Lust bekommen, Omas klassische Hühnersuppe nachzukochen. Freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat und sage bis zum nächsten Mal. Eure Jutta. Ciao.